Hey Leute, was geht? Mein Name ist Felix und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir mal gedacht, heute machen wir mal ein bisschen anderes Video. Und zwar, heute machen wir mal ein Faktenvideo über mich. Weil ich mir gedacht habe, weißt du was, zeigen wir mal den Leuten so, wer ist eigentlich dieser Typ, der die lustigen Videos macht. Wer ist eigentlich der, ich zeige ja immer nur die Band, ich zeige die ganzen Sachen, dies und das. Aber wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, es wird langsam mal Zeit, dass ich mich mal so richtig vorstelle, wer ich überhaupt bin. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. Mein Name ist Felix und ich komme aus Deutschland, geboren in Hamburg am 14.02.1994. Also ich bin jetzt 23 Jahre alt und ich lebe seit 8 Jahren hier in Uruguay. Musik war für mich schon immer ein großer, bedeutender Teil. Meine Eltern waren früher Sänger, waren auf Tournees und unterwegs. Allerdings mehr so im Operetten-Opern-Style. Aber ich war schon als Kind ständig dabei, war immer mit bei Konzerten, habe oft mitgesungen und meistens die Stellen von meiner Mutter. Ja, ich kann hochsingen, aber ja. Das ist so die Sache. Und dann habe ich halt nach der Schule auch schnell gemerkt, so ja, Musik ist eigentlich so mein Style. Das ist so genau das, was ich eigentlich haben möchte, was ich machen möchte. Und ich habe dann direkt nach der Schule, habe ich dann angefangen, die Senior de Sonido hier zu studieren, ein Jahr lang, was Tondesign heißt. Und nach diesem ein Jahr habe ich dann mehrere Online-Kurse gemacht. Ich habe dann einen Online-Kurs im Musikbusiness gemacht. Ich habe einen Online-Kurs in Songwriting gemacht. Und momentan mache ich einen Online-Kurs in Soundtrack Composer. Und währenddessen habe ich halt hier im Studio gearbeitet, habe versucht, ständig an neuer Musik zu arbeiten, habe versucht, ständig neue Künstler zu finden, ständig neue Leute, mit denen ich arbeiten kann. Und halt die Band, mit der ich sozusagen separat arbeite, weil das hier nicht direkt über das Studio läuft, sondern das mache ich eigentlich als Teil von, ich bin Bassspieler. Instrumente kann ich eigentlich gar kein spielen. Also ich kann nicht wirklich Klavier spielen, ich kann nicht wirklich Gitarre spielen, ich kann nicht wirklich Schlagzeug spielen. Das Einzige, was ich eigentlich habe, ist, ich habe ein gutes Gehör. Ich habe ein gutes Gehör und ich habe so ein paar Taktiken. Also ich bin wortwörtlich 100%ig durch und durch mehr Produzent als Musiker. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Sachen aufnehme und ich merke, okay, ich kriege jetzt gesangstechnisch nicht hin, mache ich Cuts rein. Und singe das Ganze in Parts, anstatt durchzusingen. Und ich schreibe das dann so, dass es klingt, als ob es ein Part wäre. Genauso mache ich es bei der Gitarre. Ich nehme die Gitarre einmal komplett auf und dann loop ich sie und dann will sie nicht durchgehend aufnehmen. So, ich bin in dem Sinn ziemlich stark Produzent und weniger Musiker in dem Sinn. Sonst, ich habe mir eigentlich alle Instrumente selber beigebracht. Das heißt, ich habe mir Gitarre selber beigebracht, mehr oder weniger. Ich habe mir Schlagzeug meistens selber beigebracht, Klavier selber beigebracht. Ja, ich hatte mal Klavierunterricht, als ich noch ganz klein war, aber mitgenommen habe ich nicht wirklich was. Da musste ich Noten lesen, das war so überhaupt nicht mein Ding. Ich hatte keinen Bock auf Hausaufgaben, Noten lesen und dann habe ich einfach nie gemacht. Ich habe eigentlich auch keine Ahnung von Musiktheorie. Und ich hau einfach so lange auf die Tasten, bis es funktioniert. Also wenn ihr wollt, kann ich euch ja mal zeigen. Im nächsten Video, und zwar nächste Woche, Donnerstag, kommt ein Video. Und zwar einer meiner Abonnenten hat mich gebeten, ein Video zu machen darüber, wie man an sich einen Song schreibt. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr was? Wir haben ja schon mal einen Text in einem Video bearbeitet. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, nehmen wir mal diesen Text. Und ich zeige euch nächste Woche, wie man aus diesem Text einen ganzen Song macht. Das heißt Aufbau, Bearbeitung und all das. Und ich habe mir auch überlegt, wir machen das Ganze ganz einfach. Ich nehme eine einfache Gitarre, pack vielleicht eine Elektro-Gitarre rüber, benutze vielleicht die Gitarre einmal als Geige und pack dann auch noch mein Keyboard drüber und dann bin ich eigentlich fertig. Mal sehen, du fällst auf den Bass. Ja, und Bass muss man dabei. Sonst ist ja irgendwie, wenn nichts schwingt, dann kann ja auch nichts mit Liebe entstehen. Meine Vorbilder in der Musik sind eindeutig Filmmusiker. Also ich bin sehr orientiert an der Filmmusik, ich bin großer Epic-Fan. Viele kennen diese Musikrichtung vielleicht gar nicht, das ist also dieses typische, gibt einfach mal Epic Music ein oder Emotional Music. Thomas Bergensen, Era und noch viel mehr. Ebenfalls John Powell, mit dem ich auch im Foto habe.
Wir waren mal hier in Uruguay, wir waren auf seinem Konzert dabei, sehr cooler Typ. Der hat ja auch Drachen zähmen leicht gemacht. Auch ein sehr großes Vorbild von mir und natürlich größtes Vorbild ever. Hans Zimmer habe ich erst angefangen, Leidenschaft in der Filmmusik zu entwickeln und ist bis jetzt eigentlich auch eines meiner Lieblingsstile. Mein Lieblingsprogramm, mit dem ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, ist Cubase. Das ist jetzt Cubase 8 Ohm. Es gibt, glaube ich, inzwischen schon Cubase 9. Ich will allerdings diese Version noch. Ist nicht ganz billig, aber ist nach meiner Meinung nach eines der ziemlich guten Programme. In der Uni hatten wir Erfahrungen mit Pro Tools und da ich auch viel mit DJs zusammenarbeite, habe ich auch Erfahrungen in Ableton Live. Also ich kann eigentlich von Sonar bis Ableton Live, Cubase, Pro Tools wirklich fast alles machen. Also ich habe sogar, glaube ich, angefangen mit diesem Magix Music Maker oder wie der heißt, damit habe ich das mal angefangen. Aber ich kann wirklich nur empfehlen, Cubase. Einige benutzen Reason, finde ich richtig cool. Ableton Live finde ich auch richtig cool. Aber für mich, Cubase ist einfach so das beste Programm, womit ich arbeiten kann. Das neunte ist sogar, glaube ich, noch besser. Ich habe mich damit so nicht mehr informiert. Muss ich ehrlich gestehen, ich bin da nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Aber Cubase 8 ist sehr gut. Vor allem mit den Features von den Akkorden. Weil wenn man wirklich mal keinen Bock hat, irgendwas zu machen, kann man einfach den Akkordassistenten benutzen und dann kann man dennoch richtig coole Musik machen und das finde ich richtig toll. Die Band, mit der ich hier bin, da bin ich ja ein Jahr, Origin Alternativo, hier ist die CD. Gibt es übrigens erhältlich bei unserer Seite von der Band. Ich werde die unten mal posten, da könnt ihr euch nicht nur diese schönen Dinge holen, aber auch die digitalen Dinge. Das wird ein bisschen anstrengend werden wegen der Verschiffung, deswegen, weil die Sachen sind ja hier aus Uruguay. Wenn ihr euch fragt, wo Uruguay ist, das ist zwischen Argentinien und Brasilien, direkt am Rio de la Plata. Aber ich werde auch nochmal einen Kulturvlog machen, weil ein anderer Abonnent hat mich darum gebeten, mal einen Kulturvlog zu machen. Und das werde ich machen mit dem lieben Herr Ruven. Werde ich einen Kulturvlog machen. Aber ja, wenn ihr eine CD haben wollt, also wenn ihr eine digitale Kopie haben wollt, könnt ihr definitiv in den Link klicken, wird unten sein. Equipment. Viele fragen sich so, hey, ich bin wahrscheinlich Starter und sowas. Ich habe überlegt, dazu kommt später auch nochmal ein Video. Ich werde also nochmal separat ein Video machen, wie fange ich überhaupt mit Musik produzieren an. Weil das eigentlich gar nicht mal so schwer ist, wie sich das einige vorstellen. Einige stellen sich das irgendwie so vor, so, ey, ich brauche die super krassen Materialien. Ich muss echt gestehen, man kann auch schon mit einfachen Sachen ziemlich gute Sachen machen. Also ich habe zum Beispiel nicht den besten Preamp, ich habe irgendeinen Preamp von Behringer, reicht vollkommen. Ich benutze für die Aufnahmen, für die gesamten Gesangsaufnahmen einfach irgendeinen Kondensator-Mikrofon. Man kann da eigentlich ziemlich einfach gehen. Kann man auch ohne jetzt Tondesign studiert zu haben, Musik machen, ja, ziemlich. Es ist sogar ziemlich einfach. Es gibt sogar heutzutage ziemlich gute USB-Mikrofone, die man einfach einstecken kann und dann läuft schon. Also, ja. Wie das Ganze hier zustande gekommen ist, ist, wie gesagt, ich arbeite seit 6 Jahren, mehr oder weniger, hier an diesem Studio. Hab da mehr oder weniger alle Weihnachtsgeschenke, alles Geld, damals von der Schule, Geld von der Konfirmation, damals Geld von für Ausbildung, was auch immer, habe ich alles hier ins Studio reingesteckt. Das heißt, ich habe auch wirklich, andere Leute haben sich dann einen Führerschein geholt, andere Leute haben sich dies und das geholt. Ich habe gesagt, nein, ich stecke alles ins Studio. Machen wir jetzt eine Roomtour. Die Roomtour im Studio ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben eigentlich hier nur so eine Menge Kabel, eine Menge Bücher, eine Menge Hefte von Songtext und sowas, hier nochmal Songtexte. Mein Preamp, mit dem ich arbeite. Guck mal, in Uruguay ist das ganze System so. Wenn man etwas nicht hat, dann baut man es sich selbst. Und wenn ihr euch fragt, wie baut man sich selber Softboxen, weil die Lampe ist ziemlich hell, dann hängt einfach ein Lappen vor. Einfach irgend so ein
dann hat man schon selbstgemachte Softboxen. Das ist ganz typisch Uruguay, denn hier immer vertreten eigentlich Ständer. Wie soll man Musik ohne Liebe machen, wenn kein Ständer da ist? Das geht ja nicht. Eine Truhe, wo eine Menge Müll drin ist, meine akustische Gitarre, mein Keyboard und Lautsprecher, die ich bald anschließen werde. Und ja, meine beiden Gitarren, von der ich nie die Seite gewechselt habe. Die hängt immer noch, hängt hier eine Seite, ich weiß nicht, ob ihr sie sehen kann. Hier hängt eine Seite. Habe ich nie gewechselt, weil die bei der ersten Bandaufnahme kaputt gemacht wurde und das ist so eine Art Erinnerung, die kaputte Seite. Und ich finde die voll cool. Und ja, das ist eigentlich so das Studio. Hier steht dann das alte Schlagzeug und die ganze Sachen, kennt ihr ja. Ja, das ist das ganze Studio. Das Studio gibt es eben, deswegen ganz herzlichen Glückwunsch zum Abitur 2013. Schon lange her. Und ja, ich habe in Physik sogar. Geil. Dann würde ich mal sagen, haut da rein, man sieht sich nächste Woche wieder. Am Montag kommt das nächste coole Video. Und dann würde ich sagen, bis Montag und man sieht sich. Haut da rein.